Ein Nachruf auf Donald Trump? Vielleicht noch nicht ganz. Aber es wird doch immer unwahrscheinlicher, dass Donald Trump in 4 Monaten wiedergewählt wird. Und dieses Szenario, das haben viele noch nicht realisiert, vor allem auch die Börsen noch nicht wirklich. Und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Donald Trump im November nicht wiedergewählt wird. Und das hätte natürlich weitreichende Konsequenzen, unter anderem für die Finanzmärkte. Und das sollte man auch auf dem Schirm haben. Viele finden das jetzt vielleicht befremdlich und würden dann sagen, naja, was wird das wohl für Konsequenzen haben an der Börse? Es kann doch jeder nur froh sein, wenn Donald Trump mal weg ist. Das ist aber eher unsere Sicht der Dinge hier in Deutschland. In den USA sehen sie es viele sicherlich anders und eben auch möglicherweise die Anleger. Der zweite Einwand, der kommen könnte, warum sollte Donald Trump denn jetzt abgewählt werden überhaupt? Also man hat doch gesehen in den letzten Jahren, Donald Trump kann machen, was er will und jeder Skandal und jede Peinlichkeit, das prallt doch immer alles von ihm nur ab und er kommt doch trotzdem damit durch. Das war auch lange so, es ist inzwischen aber nicht mehr so. Seine Umfragewerte fallen ganz massiv. Das hat zu tun mit der neuen Rassismusdebatte, das hat aber vor allem natürlich auch zu tun mit der Coronavirenkrise. Hier ist eine Grafik von der Süddeutschen Zeitung oder mehrere Grafiken eigentlich. Das Ganze untermalt dann noch einen Beitrag, der heißt Weltmacht in Trümmern. Also auch die Qualitätspresse trägt jetzt inzwischen ein bisschen dicker auf manchmal. Aber die Grafiken sprechen schon für sich. Also es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Beliebtheit von Donald Trump und der Corona-Krise. Das ist so. Es ist schlicht und einfach so, die Corona-Krise, die ist in den USA in keinster Weise eingedämmt und Donald Trump hat sich in dieser Krise sehr unglücklich verhalten. Ob er jetzt da wirklich an allem schuld ist, das ist eine andere Frage. Aber es wird ihm als Präsident natürlich angelastet. Wir sehen links die Umfragewerte von Donald Trump, wie sie immer weiter nach unten gehen. Der Abstand zu Joe Biden, der ist jetzt fast bei 10%. Und rechts oben haben wir noch Umfragewerte, wie zufrieden oder unzufrieden die Amerikaner allgemein sind. Und wir sehen, nur noch 17% sind mit der Gesamtsituation überhaupt zufrieden. Kann man ihnen nicht verdenken, muss aber kein Indikator sein. 2016 haben viele Unzufriedene Donald Trump gewählt. Jetzt ist aber 2020 und Donald Trump ist jetzt Präsident und er ist jetzt derjenige, der abgestraft wird für Unzufriedenheit. Die Umfragewerte sind auch überall gleich, also es geht überall für Donald Trump bergab. Hier haben wir ein Prognosemodell noch vom Economist, da fließen andere Parameter noch ein, also zum Beispiel die Wirtschaft oder die Parteizugehörigkeit von diesen befragten Wählern. Der Economist sieht die Wahrscheinlichkeit, dass Trump wiedergewählt wird, jetzt nur noch bei ungefähr 10%. Oder hier aus der Financial Times, das sind Wettquoten auf den Wahlausgang. Und auch da das gleiche Bild. Also bis Anfang Juni liegt Donald Trump eigentlich noch oben, aber danach der komplette Einbruch. Also auch die Spekulanten auf die Wahl, wenn man so will, die sind auch der Meinung jetzt, dass die Chancen schwinden. Was spricht noch für ihn, für Donald Trump? Er ist der amtierende Präsident, das heißt, er hat einen Amtsbonus. Von den letzten 6 Präsidenten, die wiedergewählt werden wollten, da haben 4 das auch geschafft. Aber die, die es geschafft haben, die haben auch im Sommer vor der Wahl schon hohe Zustimmungswerte gehabt oder noch gehabt. Das ist eine Statistik von Gallup, einem Meinungsforscher, sind die Zustimmungswerte jeweils im 14. Quartal der Amtszeit, wo wir jetzt hier auch sind. Und 2 von diesen Präsidenten sind nicht wiedergewählt worden, die rot unterstrichenen, Jimmy Carter nämlich und George Bush, also George Bush Senior.
Und man sieht auch, das hat sich eigentlich im Sommer vor der Wahl auch schon klar abgezeichnet. Die hatten niedrige Zustimmungswerte und haben es dann eben auch nicht mehr geschafft, dass sie die Stimmung nochmal drehen konnten. Und Donald Trump ist auch in dem Bereich. Bei Donald Trump liegt die Zustimmungsrate von Gallup jetzt auch nur noch bei 38%. Man sollte aber schon mindestens so 45 oder besser 50, 55% haben, wenn man wiedergewählt werden will. Das sagt die Statistik zumindest. Was auch sehr schlecht ist für Donald Trump, ist die Wirtschaftslage natürlich. 30 Millionen Arbeitslose. Es geht zwar wieder leicht aufwärts, aber für eine nachhaltige Erholung ist die Zeit wahrscheinlich zu kurz. Und außerdem für viele von diesen Arbeitslosen fällt jetzt ja demnächst erst die Unterstützung weg. Also der finanzielle Schock für Millionen von Wählern, der kommt jetzt erst. Und wo Donald Trump auch Pech hat, das ist der Verlauf der Corona-Krise momentan. 75% von allen Neuinfektionen gibt es momentan in den Bundesstaaten, in denen Donald Trump 2016 gewonnen hat, weil da in der Tendenz früher gelockert worden ist. Und ganz wichtig sind natürlich da die Swing States, also die Bundesstaaten, wo nicht von vornherein klar ist, wer da jetzt gewählt wird. Und auch da läuft es eindeutig gegen Donald Trump, also vor allem in Florida, wo die Neuinfektionen ja explodieren, aber auch Arizona, Georgia, North Carolina, genau in diesen Staaten steigen jetzt die Infektionszahlen oder die Arbeitslosigkeit oder beides. Welche Wähler verliert Donald Trump? Er entfremdet sich gerade von weißen Wählern, interessanterweise. Da hat er zwar auch noch eine relativ große Basis, die wird ihm aber nicht reichen. Und viele von denen, die ihn 2016 noch gewählt haben, laufen ihm jetzt weg. Wobei nicht so ganz klar ist, ob die ihn damals, aus voller Überzeugung gewählt haben oder aus Protest gegen Hillary Clinton. Hillary Clinton ist tatsächlich von vielen weißen Wählern stark abgelehnt worden. Bei Joe Biden ist das anders. Er ist jetzt auch kein super starker Kandidat, aber er ist eher konsensfähig als Hillary Clinton, was ja auch die Umfragen zeigen. Mit anderen Worten, einiges spricht für den Machtwechsel. Wie könnte die Börse darauf reagieren? Ist immer schwer, sowas zu sagen. Sie erinnern sich an die letzte Wahl. Da haben viele Analysten gesagt, wenn Donald Trump Präsident wird, dann fallen die Börsen. Das Gegenteil war dann aber der Fall. Also es hat unmittelbar nach der Wahl gleich mal einen Kurssprung gegeben und der Bullenmarkt ist auch weitergegangen. Es gab weiter eine Rallye, die immer noch Trump-Rallye teilweise genannt wird, die Donald Trump natürlich auch für sich selbst beansprucht, weil er hat ja der Wirtschaft und den Märkten auch was gegeben. Vor allem seine große Steuerreform ist bei uns nie so richtig in ihrer Bedeutung wahrgenommen worden, aber eine Absenkung der Körperschaftssteuer von 35 auf 21%, das hat auf die Unternehmensgewinne in den USA einen starken Effekt gehabt. Von dem Effekt ist vieles natürlich wieder kaputt gemacht worden, gleich wieder durch die Handelskonflikte und die Unsicherheit, die damit einhergegangen ist. Aber die Börse hat diese Steuerreform schon zu schätzen gewusst. Und da hat Joe Biden nicht so viel zu bieten. Joe Biden könnte die in Teilen wieder zurücknehmen. Das ist das Erste. Dann steht er natürlich für eine höhere Dividendenbesteuerung auch, für höhere Kapitalertragssteuer, für mehr Regulierung. Er will außerdem einen Mindestlohn von 15 Dollar die Stunde, was auch wieder die Unternehmen trifft. Vor allem solche Unternehmen, die hauptsächlich niedrige Löhne zahlen, also Einzelhandel zum Beispiel. Und damit ist Joe Biden für die Börsen nicht unbedingt der Wunschkandidat, das ist ganz klar. Sektoren, die von Joe Biden profitieren würden, das ist wahrscheinlich alternative Energien, das soll vorangetrieben werden. Dann Gesundheitssektor teilweise, also mehr Gesundheitsfürsorge für mehr Menschen, das ist auch ein großes Thema von Joe Biden. Aber was jetzt viele andere Themen betrifft, da glaube ich, dass es diesen großen Bruch gar nicht geben wird. Also man sollte jetzt ja meinen, Donald Trump und Joe Biden, die wollen völlig verschiedene Dinge. Aber es ist einfach so,
Donald Trump hat viele Dinge salonfähig gemacht in den letzten Jahren. Protektionismus zum Beispiel. Die Demokraten waren jetzt auch nie die großen Freihandelsvertreter, aber zum Beispiel unter Barack Obama, da hat man ja TTIP mit der EU verhandelt beispielsweise. Dass Joe Biden sowas wieder aufgreift, ist völlig ausgeschlossen momentan. Oder Handelskonflikt mit China, habe ich im Mai ein extra Video dazu gemacht. Der ist sehr populär, das Vorgehen von Trump gegenüber China. So populär, dass Joe Biden Trump mehrfach dafür schon kritisiert hat, dass er gegenüber China noch zu weich ist. Also auch in der Hinsicht wird man nicht zu der Politik von Barack Obama zurückkehren. Und trotzdem kriegen Sie nächste Woche von uns einen Zukunftsmärkte-Report mit chinesischen Exportaktien, Aktien aus dem chinesischen Exportsektor. Die sind natürlich von den Handelskonflikten betroffen, die sind auch von der Coronavirenkrise stark betroffen. Aber auf der anderen Seite, die Bewertungen sind teilweise wieder sehr niedrig. Und es gibt ja auch chinesische Unternehmen, die sich diesem Handelskonfliktthema entziehen, indem sie zum Beispiel die Produktion verlegen, nach Vietnam beispielsweise. Und aus dem Bereich stellen wir eben ein paar interessante Aktien vor. Zukunftsmärkte-Reports, die kann jeder bekommen, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Was unter Joe Biden auch noch zunehmen könnte, das ist zum Beispiel der Druck auf Russland. Dafür gibt es auch einen parteiübergreifenden Konsens in den USA und möglicherweise auch der Druck auf Deutschland wegen Gazprom. Was aber wahrscheinlich dafür abnehmen wird oder was wir nicht mehr haben werden in dem Maße, das ist der handelspolitische Druck allgemein auf die EU oder diese massiven Drohungen, die es da gegeben hat, die letzten Jahre zumindest. Und wo sich handelspolitisch auch die Lage stark ändern wird und verbessern wird mit den NAFTA-Partnern, also Kanada, Mexiko. Das Thema ist vermutlich jetzt wirklich durch und vor allem Mexiko ist von dieser Konstellation klarer Profiteur, wenn da mal auch die Coronavirenkrise man in den Griff bekommen hat. Und insgesamt gibt es auch ja die Hoffnung, dass die US-Außenpolitik unterm Strich jetzt zurechenbarer wird. Vielleicht nicht unbedingt besser, aber schon irgendwie kalkulierbarer eben. Und auch diese Demontage von den internationalen Abkommen und internationalen Einrichtungen, dass vielleicht auch die irgendwie zurückgefahren wird. Also Welthandelsorganisation, WHO, Pariser Klimaabkommen und so weiter. Da ist großer Schaden angerichtet worden. Auch Schaden für die Finanzmärkte. Und das wäre meine Hoffnung auf einen Regierungswechsel, dass wir da wieder in ein ruhigeres Fahrwasser reinkommen. Ob das die Börsen unmittelbar würdigen, weiß ich nicht, aber es wäre auf lange Sicht sicherlich einiges wert. Ich sehe aber auch noch eine weitere Kontinuität und die ist sehr bedenklich. Nämlich die Bereitschaft von beiden Kandidaten, dass sie für ihre Ziele und für ihre Konjunktur bedenkenlos Schulden aufnehmen. Mir geht es jetzt nicht um die Corona-Hilfen aktuell, das ist eine Extremsituation, da greift man zu extremen Mitteln, das ist ganz klar. Aber wir haben schon länger eine stark steigende Staatsverschuldung in den USA und bei keinem von den beiden Kandidaten gibt es irgendein Bewusstsein dafür, dass das ein Problem sein könnte. Und diese Verantwortungslosigkeit, die wird vom Wähler honoriert, selbstverständlich, weil die Schulden tun ja keinem weh. Und an der Börse wird es erst recht honoriert. Die Outperformance von US-Aktien in den letzten Jahren, die haben wir meiner Meinung nach zu einem großen Teil der Tatsache zu verdanken, dass die US-Wirtschaft in einem viel höheren Maße aufgepäppelt worden ist durch steigende Staatsverschuldung als in allen anderen Ländern. Und zum Dank dafür ist aber die Bewertung von US-Aktien relativ zu anderen Börsen jetzt auf dem höchsten Stand seit 100 Jahren. Und in der Hinsicht ist es relativ egal, wer der nächste Präsident ist. Die Bewertungen sind jetzt schon hoch in den USA und die Fiskalpolitik ist fahrlässig. Das kann alles noch eine Weile so weiterlaufen, aber ich glaube doch, dass irgendwann mal sich die internationalen Anleger Gedanken machen müssen, wie weit sie noch gehen wollen mit ihrer Übergewichtung von US-Aktien.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass US-Aktien jetzt nochmal 10 Jahre lang die Outperformer sind. Ich will das Thema nur mal angerissen haben, das wird uns noch viel beschäftigen in nächster Zeit. Aber wenn Sie nach Alternativen suchen, in den Emerging Markets zum Beispiel, wo viele Börsen eben nicht hoch bewertet sind, dann ist dieser Kanal für Sie genau richtig. Ich freue mich auch über jeden Abonnenten. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, dann natürlich immer auch die Glocke drücken. Die Glocke benachrichtigt Sie, wenn neue Videos da sind. Unabhängig von all dem, es wird eine extrem spannende Wahl werden in den USA und wir behalten das Ganze natürlich auch im Auge. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind hier und nicht vergessen, melden Sie sich noch an für einen Zukunftsmärkte-Report mit den chinesischen Exportaktien. Bis bald, alles Gute, bleiben Sie gesund und Dankeschön fürs Zuschauen.